Der Mai ist da. So kann man vielerorts bereits wunderschöne Maibäume betrachten. Doch stellen sich viele die Frage, wer hat den schönsten Maibaum? Mit dieser Frage befassen wir uns schon seit langem. Doch nun haben unsere Zuschauer die Möglichkeit, dies zu bestimmen. Einfach in Facebook den schönsten Maibaum mit Gefällt mir liken und abstimmen. Über den Gewinner der Aktion werden wir berichten. Zum 10. Mal findet in Deutschland die von der Akademie für Natur- und Umweltschutz Baden-Württemberg initiierte Naturerlebniswoche statt. Eröffnet wurde die bundesweite Woche am Freitagmorgen im Freilichtmuseum Beuren. Redner waren Brigitte Schinzilorz von der Umweltakademie, Steffi Cornelius, Museumsleiterin, Dr. Marion Leutze-Mohr, erste Landesbeamtin vom Landkreis Esslingen, Dr. André Baumann, Staatssekretär vom Umweltministerium und Dr. Peter Röser, Projektleiter Weidmannsweiler Garten. Baden-Württemberg hat dieses Jahr das Motto Heimat 4.0. Vom 6. bis 14. Mai finden an über 3000 Orten, davon ca. 250 allein in Baden-Württemberg, ganz unterschiedliche Veranstaltungen statt, um Natur und Kultur, Landschaft und Heimat gemeinsam zu erleben. Zahlreiche Vereine, Verbände, Kommunen, aber auch ehrenamtliche Einzelpersonen beteiligen sich aktiv an der Naturerlebniswoche. In Baden-Württemberg stehen in diesem Jahr geflüchtete und neu zugezogene Menschen besonders im Fokus. Wir haben heute hier die 10. Naturerlebniswoche in Baden-Württemberg gestartet, hier im Freilichtmuseum Beuren, an einem wunderbaren Ort, wo wir in einer wunderbaren Kulturlandschaft die Schwäbische Alb und den Alb drauf erleben können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir dann eben die Möglichkeit haben, die Naturerlebniswoche hier im Freilichtmuseum zu starten, weil hier vorbildlich gearbeitet wird. Hier werden tausende Menschen Jahr für Jahr werden für unsere Kulturlandschaft, für unsere Kultur begeistert, für unsere Heimat begeistert. Und das ist das Wichtigste, um Naturschutz zu betreiben. Dr. Röser aus Weidmannsweiler bietet Flüchtlingen die Möglichkeit, sich bei Arbeiten in seinem Garten zu beteiligen und gibt ihnen so eine Aufgabe. Ich habe gehofft, dass bei den Flüchtlingen, die dann kommen, auch einige dabei sind, die sich interessieren für Gartenbau, für vielleicht auch Erfahrung schon haben, vielleicht aus der Landwirtschaft oder aus dem Gartenbau schon kommen, in den Ländern da schon gearbeitet haben, wo sie herkommen. Und das hat sich dann auch so ergeben, das war so. Und es gab auch noch andere, die sich einfach interessiert haben, die dann sich angeschlossen haben, mitgemacht haben. Und die Idee ist eben Gemeinschaftsgarten, das gibt es ja anderswo auch schon, auch bevor es die Flüchtlinge bei uns gab, dass Menschen eben gemeinsam eine Gartenfläche bewirtschaften und die Ernte nachher aufteilen. Und wenn man einen großen Garten hat, ist man froh, wenn man Helfer hat und produziert dann mühelos mehr, als man selber essen kann und ist dann auch wieder froh, wenn man Abnehmer hat, die das dann mit Genuss auch dann mit heimnehmen und essen. Alle Beteiligten durften sich nach dem offiziellen Teil, der im Hopfensaal des Hauses Öschel-Bronn stattfand, an der Gartenarbeit im Freigelände des Museums probieren und wurden dabei fachmännisch von Herrn Röser angeleitet. Auch die erste Landesbeamtin vom Landkreis Esslingen, Frau Dr. Marion Leutze-Mohr, steckte Zwiebeln und grub Pflanzen ein. Und der Herr Dr. Rösler hat mit seinem Gartenprojekt, das ja bei uns im Landkreis in Waldmannsweiler aus der Taufe gehoben wurde, etwas ein wunderbares Beispiel von Integration geschaffen, meiner Ansicht nach. Nach der Gartenarbeit standen die Gäste noch eine Zeit lang zusammen und es gab noch selbstgemachten Most aus Baden-Mannsweiler und etwas Süßes. Wie jedes Jahr fand heute in der Karl-Schubert-Werkstätten in Filderstadt der Tag der offenen Türe statt. Hier gibt es selbstgebackene Brötchen bis hin zur handgefertigten Kerze zu sehen. Auch in der Weberei herrscht Hochbetrieb. Unsere Menschen hier sind alles Menschen, die mit einer geistigen Behinderung hier sind, sind im Alter zwischen 18 und 60 Jahren, haben verschiedenste Charaktere, verschiedenste Eigenarten auch in ihrer Behinderung. Und wir können da relativ gut mit unserem Angebot hier an Arbeit auf die persönlichen Eigenschaften eingehen. Doch wer jetzt denkt, mit einem warmen Teppich wäre der Abend perfekt. Nein, auch die passenden Kerzen werden in Filderstadt produziert. Matthias Adam ist in diesem Bereich tätig. Ja, 3 Jahre müssen wir in einfach verschiedene Abteilungen durchgehen. Und dann dürfen wir eine Abteilung aussuchen. Und ich bin in die Kerzenwerkstatt gekommen, weil mir sehr gut gefällt und weil ich sehr nette Meister habe. Und weil es einfach Spaß macht, die Karten zu verpacken, mit Naturdinger zu arbeiten, ist das richtig, macht Spaß. So konnten sich heute die Besucher einen Überblick
über das Geschehen in den Werkstätten verschaffen. Mascha Weinmann, die Auszubildende, ist nicht nur für den Ablauf zuständig. Kerzen ziehen, Kerzen abschmelzen, Wachs auffüllen, Teelichter gießen, also alles drum und dran. Kerzen kontrollieren hauptsächlich, genau. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr, also ich habe angefangen 2012, habe dann mein FSJ gemacht, in der Papierabteilung ein Jahr, habe dann hier in der Kerze mein Pflichtpraktikum gemacht ein Jahr, war dann ein Jahr, das erste Ausbildungsjahr in der Koroi und bin jetzt das zweite und das dritte Ausbildungsjahr wieder hier. Um 12 Uhr wurde dann der neue Anbau offiziell eingeweiht und mit schmackhaftem Essen der Bewohner bewirtschaftet. Wie wichtig dieser Tag ist, weiß auch Wolfgang Weude, der Geschäftsführer der Karl Schubert Werkstätten. Ja, das Hauptproblem war, dass wir hier aus allen Nähten platzen und das Grundstück so dicht bebaut ist, dass wir nur in die Höhe konnten. Weil wir aber nach wie vor nachgefragt sind als Werkstätten für Behinderte, haben wir gesagt, man könnte ja den Bereich Verwaltung auf das bestehende Anbaugebäude draufsetzen. Das durften wir zum Glück auch. Und dadurch haben wir nochmal zusätzlich 220 Quadratmeter gewonnen und können aus den Räumen, die jetzt durch die Verwaltung noch belegt werden, wieder Therapie-, Ruhe- und Besprechungsräume machen. So kann man auch im nächsten Jahr wieder die Karl-Schubert-Werkstätten an ihrem Tag der offenen Türe besuchen.